بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich heiße meine Geschwister und Kinder herzlich willkommen zu dem Vortrag, inshallah, für die Kinder. Islamunterricht für Kinder. Und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Erfolg gibt. Dass er uns unterstützt und hilft und dass wir inshallah wieder heute zusammen viel lernen und ich hoffe inshallah, ihr seid alle wieder dabei und ihr euch geht's allen gut, möge Allah euch beschützen, euch segnen, euch und eure Eltern, eure Familien. Okay, also das ist jetzt der Unterricht für kleine Kinder. Nein, so klein seid ihr gar nicht, oder? Nein, für große Kinder, ja? Für Kinder, das ist jetzt keine Fragestunde und das ist kein Unterricht für Erwachsene. Und deswegen sind ja auch jetzt, ehrlich gesagt, allgemeine islamische Fragen nicht interessant. Und wo ich lebe, ist auch nicht interessant. Ja, und deswegen, inshallah, barakallahu fikum. Machen wir inshallah einfach mal mit dem Unterricht weiter. Ich hoffe, dass die ganzen Kinder dabei sind, dass wir inshallah jetzt anfangen. Ihr seid alle fertig? Seid ihr alle ready? Ja. Ja? Zeynep auch? Ja. Ja? Okay, Sumeya, bist du? Ja, ich mache mal der Date. Ich kann auch gehen. Okay, inshallah. Wollt ihr dort sitzen? Ja. Ist das nicht ungemütlich? Ja. Ich weiß nicht, wie. Komm, Khadija, geht's auf Sophia. Hier am Tisch ist es doch viel angenehmer zu schreiben, oder? Nein. Hier ist weicher. Weicher? Ja. Unangenehm, aber weich, ja? Ja. Okay. Nein, warte. Mashallah, Hudayfa, Fatima sind da. Oh, Fatima, ich glaube, ich war auch letztes Mal da. Ja, Fatima war auch letztes Mal da mit Hudayfa. Ist auch der 5-Monats-Baby da? Ja, I don't know. Weiß nicht, wer das ist. Wie heißt der? Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nicht mehr. Mein Babybruder hat auch 5 Monate. Dein heißt NNS? Dein Babybruder heißt. Er heißt nicht NNS. NS. Jeder nennt ihn NNS. Echt? Die nennen ihn NNS? Ja, weil er ja, so süß ist wie eine Ananas. Nein. Nein. So hat NS zu sagen. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, seid ihr alle dabei? Seid ihr alle drin? Ja. Ich meine nicht euch, ich meine jetzt hier im Internet. Oh, ja. Okay, ich denke, ich hoffe, ihr seid alle dabei. Die ganzen Kids, die hier mitmachen immer. Und dass wir inshallah jetzt einfach anfangen können. Ich hoffe, ihr habt euch inshallah alle angemeldet. Es wäre inshallah ganz gut, wenn ihr das macht. Damit wir inshallah auch die ganzen Namen haben und dass wir wissen, dass die Kinder von Anfang an dabei waren, wenn sie auch den Test machen. Ja, und... okay, Ibrahim, 5 Jahre, mashallah, ist auch dabei. Alles gut, alles gut. Okay, was hast du zu sagen, Sehine? Stimmt es, wenn du kriegst der erste Sache, hast du 100 Pound? Oh, wenn du Erster bist? Ja. Beim Test? Ehrlich, ich bin mir nicht da so sicher. Ich will das nicht so festlegen, welche, also alle, jeder, der mitmacht, kriegt auf jeden Fall einen Preis und ein Geschenk. Jeder. Darf ich in der Generation House kriegen? Hm? Was mit einem riesen Schleimhaus? Ja. Wie, was meinst du mit einem riesen Schleimhaus? Ein Schleimskit. Wie viel Schleim habe ich? Schleimskit. Sehr. So ein Slime-Set. Slime-Set? Ja. Okay, schauen wir mal. Okay, Jakob ist dabei, der ist 5 und Omar ist 7. Mal schauen, die sind auch dabei heute. Mal, vielleicht gibt es auch ein Slime-Set. Allahu alam. Vielleicht ist doch ein Generation House. Generation House? Was ist Generation House? Oh, das ist ein Puppenhaus. Puppenhaus? Nein,
Nicht Barbies, Maybe. Puppen. So große. Große Puppen. Nein, das ist mehr größer. Noch größer. Oh nein, das ist der Automobil-Puppen. Das sind die Puppen, das daneben. Okay. Okay. Also auf jeden Fall kriegt jeder, der mitmacht, kriegt inshallah ein Geschenk, weil alle haben dann was verdient. Das ist die Haare Baby. Auch der Baby. Der Baby. Ja, ja. Der Mariam aus Düsseldorf, Maschallah, ist auch dabei. Allahu alam. Was man kriegt, weiß ich nicht. Aber inshallah, also der erste Platz, erste, zweite, dritte, die kriegen halt ein bisschen was Teures, was Schöneres vielleicht, aber alle kriegen was, inshallah. Jeder. Wer kauft das alles? Warum fragst du das? Smell, der Mann, das vor dich sitzt. Schau mal, inshallah. Kein Problem. Ja, mach dir keine Sorgen, okay? Am besten also anmelden, die Kinder anmelden. Barakallahu fikum ist auf der Seite Islamunterricht für Kinder. Ja, das ist ja irgendwie da verlinkt. Ich poste da auch immer Sachen. Ich glaube, ich habe in meinem Status auf Instagram das gepostet. Mashallah, Abdurrahman, 5 Jahre, ist auch dabei. Mashallah, sind auch viele junge Männer. Ja, junge, starke Jungs dabei. Starke, große Jungs und Mädchen. Jolie ist auch wieder dabei, Mashallah. Jolie und meine Geschwister Alia und Aisha. Ja. Abdullah, Hamza, Mashallah, alle dabei. Okay, ja. Hm? Ich darf sagen. Kann man dann auch sagen, zum Beispiel dir schreiben, ob, also kann man sich etwas sagen, also kann man dir was sagen, zum Beispiel du sagst, der sagt dir, darf ich Marwan, so. Medina, ja, Amina, Mashallah, alle dabei. Also ja? Zum Beispiel kann man dir schreiben, kann ich sagen. Also wenn man jetzt ersten Platz hat oder so, dass man ja nie sagt, was man haben will, vielleicht. Ja, vielleicht machen wir das so, dass derjenige, der den ersten oder zweiten Platz oder so hat, dass er sich was wünscht. Aber das schauen wir noch, inshallah. Das können wir nochmal besprechen, okay? Inshallah, okay. Isa sagt Assalamu alaikum. Und ich sage Walaikum Salam. Khadija wollte auch Walaikum Salam sagen. Esma, Nusayba. Oh, Asya ist dabei. Sie ist sogar 3 Jahre. Esma ist 8, Nusayba ist 5 und Asya. Er ist 3. Shahida ist auch dabei. Wer immer 5 Monate ist und Sumeya heißt, Assalamu alaikum. Ja, da hat gerade jemand geschrieben, Sumeya und Selma sind auch dabei. Oh, ja, genau, die Sumeya und Selma ist auch dabei. Khadija sagt Assalamu alaikum und Jenna sagt auch Assalamu alaikum, Sumeya und Selma. Und die Sumeya, die hier sitzt, sagt auch Sumeya, weil du auch Sumeya heißt, sagt die auch Assalamu alaikum. Achso, du hast auch einen Brief geschrieben, ne? Ja, die hat auch einen Brief geschrieben. Die hat so Drittbriefe geschrieben. Ein Zombie? Okay, bitte? Ein Zombie-Brief? Nein, einen echten Brief geschrieben. So, oldschool. Risa 8, Mia und Abdul Karim sind dabei. Mashallah, alle dabei. Okay, fangen wir inshallah an. Wer ist 9? Wer ist was? 9! Wieso ist niemand da 9? Wer 9 ist? Doch, Selma ist 9. Du bist 9. Du bist 9, oder? Selma ist 9. Du bist 9? Du bist 8. Okay. Bilal aus Frankfurt, 5 Jahre alt. Mashallah. Oh, wir haben sogar aus Belgien. Mohammed aus Belgien, 6 Jahre alt. Ich habe einen Jungen, Klasse weiß Bilal. 5 Monate. Okay, Khalas, wir fangen jetzt an. Ja, jetzt haben wir ein bisschen so. Ja, Zeit. Ein Warm-up. Wir reden. Alle ja, genau. Küsten schnell anzahlen. Genau, wir haben ein Warm-up gemacht. Ein Warm-up. Das ist ganz normal. Du kannst kein Englisch. Ich kann kein Englisch, ne? Ja. Okay, Abdurrahman, alle. Okay, wir fangen den schon an. Sag mal, jetzt ein bisschen leise, Barakallahu fikum. Ja, okay. Also, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan, Barakallahu fikum. Wir fangen inshallah heute an mit dem nächsten Unterricht. Was haben wir beim letzten Mal, worüber haben wir gesprochen? Bisher, wer weiß das noch? Nicht spielen, du fällst vom Stuhl. Jenna? Khadija, worüber haben wir geredet? Was ist Safia? Jannah. Wir haben Jannah Jahannam gesprochen, genau, über den Tag der Auferstehung, ne? Dass wir alle wieder leben werden nach dem Leben. Ja, wir müssen auch die Geschenke bewahren. Genau, genau. Und heute, inshallah, also wir haben, wenn ihr euch jetzt erinnern könnt, wir haben ja ein bisschen, nicht mit den Stühlen spielen, dann ist es auch zu laut, okay? Wir haben ja über Allah gesprochen und wir haben über die Engel gesprochen. Richtig? Und wir haben über die Propheten gesprochen. Und Muhammad, auch ein Prophet. Und wir haben auch über
den Tag der Auferstehung geredet, ne? Jannah Jahannam. Day of Judgment, genau. Und die sieben. Genau, die Tore des Paradieses sind 8. Oh ja, ne? Ich hab immer. 7 ist ja von der Hölle. Oh, die ist ja. Jahannam ist halt 7. Genau. Okay. Mashallah. Darin, Medina. Genau, richtig, Mashallah. Medina war da auch dabei. Medina war auch dabei, ja. Okay, und dann. Und. Worüber reden wir heute? Was denkt ihr? Engel. Ja, wir haben schon über Engel gesprochen. Was denkst du? Über Jin? No. Medina. Medina ist auch, die ist auch eine, die ist auch neu. Ripschü. No. Nein, ich will Shetan. Shetan ist auch ein Jin. Okay. Gin? Nein. Und mein Gin habe ich gedacht. Über, kannst du uns ein Spiel geben? Oh ja, ich weiß, was wir haben letztes Mal gelernt. Nein, du hast ja diesmal auch. Okay. Nein, wir reden heute. Nein. Nein. Allah Azza wa Jal, Muawiyah sagt über das Schicksal. Muawiyah aus Meckenheim. Schlau, mashallah. Aber wir reden nicht über das Schicksal heute. Okay, wir reden heute nicht über das Schicksal. Esja sagt über das Gebet. Esja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr stark. Mashallah. Danke fürs Singen, Kinder, sagt mir die. Danke fürs Singen. Habt ihr mitgesungen letzte Woche? Ihr habt mich alle alleine singen lassen, oder? Ich habe mich alleine blamiert, ne? Nicht singen. Singen, ich habe doch gesungen über Jannah. Oh ja. Ich habe gesungen. Ja, siehst du? Ich hab auch. Du hast mitgesungen? Nein, ich hab nicht. Okay. Genau, wir reden heute. Wir haben gesungen deinen Namen. Al-Jinn, Al-Jinn, Al-Jinn. Okay. Okay, reicht, reicht. Okay, also, wartet mal. Also, wir machen jetzt weiter. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith, ja? Wisst ihr, wer weiß von euch, was ein Hadith ist? Nein. Zainab. Oh nein, ich habe meine Hand. Ach. Hast du einfach nur so Hand gehoben? Hast du Zuckungen? Oh ja, so automatisch. Ich habe gestorben. Okay, Khadija. Was Allah gesagt hat oder was der Prophet gesagt hat? Ein Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, was wer gesagt hat? Was ist Hadith? Ah, sehr gut, mashallah. Entweder ein Hadith von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das was Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, oder was Allah gesagt hat, weil es gibt ja auch Hadithe, die Allah gesagt hat, ne? Und dann hat das Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt, was Allah gesagt hat. Wie wusstest du, was gesagt? Genau, eine Überlieferung von Muhammad sallam. Überlieferung, Abdullah sagt auch Überlieferung von Muhammad. Isa sagt, was Muhammad sallam gesagt hat. Okay, das ist nicht falsch, das ist alles richtig. Und es gibt ja auch Hadithe, die heißen, die nennt man, wenn im Hadith der Prophet Muhammad sallam gesagt hat, dass Allah etwas gesagt hat. Wie nennt man diese Hadithe? Was im Koran steht, hat wer gesagt? Allah. Was in dem Hadithen steht, hat Muhammad sallam gesagt. Und was ist aber die anderen, die wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah was gesagt hat? Wie nennt man diese Hadithe? Nein, wie nennt man diese Hadithe? Hadith? You know? Hadith. Wie nennt man diese Hadithe? Wo Muhammad sallam sagt, dass Allah etwas gesagt hat. Hadith. Fängt an mit Qa, Qaf, Qu, Qaqiqu, Qaf. Hadith. Qala. Qaf. Qala li Allah. Nein. Nein, das sind keine Suren. Oh, da hat jemand was geschrieben. Er hat nur geschrieben, komisch geschrieben. Qudsi. Genau, ein Hadith Qudsi. Ja? Ein. Qudsi. Ja, genau. Jetzt hat es auch. Auch. Genau. Hadith Qudsi. Hadith Al-Qudsi, das sind
Hadithe, wo der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, dass Allah das und das gesagt hat. Okay? Okay, eine andere Frage ganz kurz zu den Hadithen im Allgemeinen. Sind das nur die Hadithe, sind Hadithe nur das, was Muhammad s.a.w. gesagt hat? Gemacht hat! Oder, ich habe noch nicht ausgeredet. Ja? Oder das, was der Prophet Muhammad s.a.w. auch zum Beispiel gemacht hat? Aber gemacht hat, ist auch manchmal Sünde. Das ja, und was er gesagt hat, ist nicht Sünde? Ah, doch. Okay, also Hadithe sind das, was Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat oder gemacht hat. Oder jemand hat vor ihm etwas gemacht und er hat das zugelassen. Er hat nicht gesagt, nein, das darf man nicht. Er hat das bestätigt. Nein, er hat nicht, wenn man vor dem Prophet Muhammad s.a.w. etwas macht und das darf man nicht oder das war falsch, weil er ist ja der Prophet von Gott. Das heißt, er muss das ja zeigen, dass das falsch ist. Das heißt, wenn er eine Sache sieht, ne, die jemand gemacht hat oder gesagt hat, die nicht in Ordnung ist, dann muss er ihm sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, das liebt Allah nicht. Okay? Das sind auch Hadithe. Hadithe sind das, was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, das, was er gemacht hat, zum Beispiel hat er Wudu gemacht, so, ja, und so, so. Oder er hat gebetet, was er gemacht hat, okay, mit seinem Körper. Oder das, was passiert ist neben ihm und er hat das bestätigt. Er hat dazu nichts gesagt. Er hat das nicht gesagt, hey, das darf man nicht, okay? Verstanden? Das sind alles Hadithe, ja? So, und heute nehmen wir einen Hadith, über den wir auch ein bisschen sprechen werden, inshallah. Und zwar sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Buniyal Islam wa ala. Ha? Bunya al-Islamu ala? Ja? No. Was? Bunya al-Islamu? Bunya al-Islamu ala? Ala khamsa. Genau. Bunya al-Islamu ala? Khamsa. Der Islam? Genau. Der Islam ist aufgebaut. Der Islam steht und wurde gebaut auf fünf Pillars, auf fünf Säulen. Ich weiß den Unterschied von der fünf Pillars. Ja, mashallah. Also, kennt ihr den Unterschied? Ja, the five Pillars of Islam. Five Pillars of Islam, okay, dann singt ihr uns mal. Nein, danke. Komm, singt da, keiner sieht euch. Ich weiß nicht, ich kann auch nicht. Ich hab auch alles vergessen. Ich sag, ihr kennt einen Unterschied. Habt ihr vergessen? Ich habe ihn nicht mehr 30, aber ich weiß nicht. Ja. Okay, also, der Islam, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, der Islam ist aufgebaut auf fünf Säulen. Auf fünf Säulen, wo er draufsteht. Okay? Da, wo er draufsteht, das sind die Säulen. Ja, das heißt, das ist das Wichtigste vom Islam. Ja? Versteht ihr das? So. Wer kennt die erste Säule? Shahada. Gut, Jenna. Shahada. Shahada was denn? Shahada? Shahada tu an? An was? Was machst du, Shahada? Shahada, Kalima. Shahada, Allah? Nein, Shahada. Shahada, was bedeutet die Shahada? Weiß nicht. Safia, Zainab. Ich hab irgendwie. Ich wusste es. Ich guck mal, du gehst raus, kommst rein und sagst einfach Fingernägel, weil andere Finger sagen. Was für Fingernägel? Nein! Fingernägel schneiden. Du warst gar nicht hier. Sei ruhig. Wir sagen ja, die hat Finger. Der eine sagt Finger, die kommt rein und sagt einfach Fingernägel. Also, konzentriert euch. Hey, kein Spaß. So, Shahada, die erste Säule ist die Shahada. Man bezeugt, Moment, das hat hier schon jemand gesagt, das ist immer ganz schwer, das hier zu lesen, einen Moment. So, jemand hat schon geschrieben, die erste Säule ist die Shahada, und zwar, genau, ja, Glaubensbekenntnis, Abdullah hat das gesagt. Glaubensbekenntnis. Aber was ist ein Glaubensbekenntnis? Ja? Lass es mir. Was ist noch?
Einen Augenblick bitte ganz kurz. Ich muss kurz was hier machen. Warum kommen die Leute eigentlich nicht in der Haus? Die Leute, die sind ja gar nicht hier. Die sind ja nicht in England. Five souls. Die sind in Deutschland oder in Österreich. Einen Augenblick bitte ganz kurz. Oder ein Schwein. Ich bin Schwein. Hey, hey, hey. Einen Augenblick bitte ganz kurz. Ich muss ja hier ganz kurz etwas machen. Problem. Okay, Problem mit dem Internet? Wie heißt du nochmal der Verrat? Hm? Buni al-Islam ala 50. Ja, der Islam ist aufgebaut auf 5 Säulen. Aufgebaut auf 5 Säulen. Okay, jetzt habe ich das erledigt. Jetzt können wir weitermachen. Okay, der Islam ist aufgebaut auf 5 Säulen. Die erste Säule ist Shahadatu. Shahadatu Islam. Wie Shahadatu Islam? Was ist die Shahada? Was bedeutet das? Genau. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Das bedeutet, auf Deutsch das ungefähr, es gibt nur ein Gott und sein. Wir sind seine Diener. Und der Prophet ist sein Diener und Gesandter. Yes. Ja? Gut, mashallah. Es gibt nur einen einzigen Schöpfer, den man anbeten darf. Es gibt nur einen einzigen Gott, den man anbeten darf, keinen außer ihn. Und Mohammed ist sein Diener und Gesandter, sein Prophet, okay? Das ist ja einfach. So, jetzt gehen wir, inshallah, darüber haben wir ja schon geredet, ein bisschen, als wir über Allah geredet haben. Ne? Jetzt reden wir über die zweite Säule heute. Und zwar, was ist die zweite Säule? The second pillar. Die zweite Säule des Islam. Ja? Shahadatu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Okay, ihr könnt auch mitmachen im Internet. Warte. Zu bezeugen, dass nur Allah anbeten darf. Ja, war gut, richtig, mashallah. Zakat. Genau, Gebet. Nein, das zweite ist, die zweite Säule, direkt nach der Shahada, ist das Gebet. Asya sagt das Gebet, Abdullah sagt das Gebet, Hudayfa sagt das Gebet. Mashallah, sehr, sehr gut, alle richtig. Du sagst jetzt auch Gebet. Sumaya? Müssen wir alle in Order machen oder können wir die einfach so sagen? Nee, diese 5 Säulen machen wir in Order, okay? Ja, also eins nach dem anderen. Okay. Die erste Säule ist das auch das Gebet, mashallah. Das letzte oder vorletzte Hand? Ganz kurz. Moment, Moment. Also, erste Säule des Islam ist die Shahada. Kalima, okay? Ja, erste Säule ist die Shahada. Die zweite Säule ist das Gebet. Und heute, inshallah, wollen wir ein bisschen über das Gebet reden. Gut, Julie. Julie hat gesagt, Gebet und Hajj. Gebet. Beten. Genau, beten ist richtig. Hm? Ne, wir reden heute über das zweite. Über das dritte reden wir nächstes Mal. Ich reden langsam. Kannst du langsam reden? Langsam reden? Ich habe kein Wort verstanden. Du hast kein Wort verstanden. Soll ich Zeitlupe reden? Ich habe Nase gebrochen. So normal, so. So ganz langsam. Nein, einfach so. Slow Motion? Nein, so. Nee, so. Hey, okay, habt ihr aufgeschrieben? Ja. Erste Säule, Shahada. Zweite Säule ist das Gebet. Prayers. So, wenn wir beten wollen. Shahada ist das erste, genau. Wenn wir beten wollen, hört ihr zu? Wenn wir beten wollen, können wir einfach immer direkt beten gehen oder braucht man etwas? Man braucht Wudu. Ja, genau, man braucht Wudu. Ja, eine Gebetswaschung. Okay? Wenn man kein Wasser hat, dann muss man was anderes tun. Genau, und deswegen wollen wir ganz kurz. Man muss mit der Stein. Habe ich dich gefragt, Khadija? Ja, das ist gut. Habe ich gefragt? Okay. Okay, kannst du mitfragen? Na. Okay, also Nummer 1. Wir reden über das Gebet. Nur damit wir inshallah ganz kurz ein paar Informationen haben. Jazakumullahu khairan. Ja, Karim hat auch Wudu und Nia. Mashallah, sehr gut. Ja. Aber damit wir inshallah kurz ein paar kurze Sachen wissen über das Gebet, wollte ich euch inshallah ganz kurz was zum Gebet sagen. Und zwar ist das Gebet, gehört das im Islam zu der... Du musst es machen. Ja, es ist eine Pflicht von Allah, ja. Und es gehört ja zur Anbetung von Allah. Khadija, Safia, konzentriert euch. Okay, wir können später spielen. Hört gut zu, Barakallahu fikum.
Sie sagen noch Herren, Fatima. Sie sagen noch Herren, alle, ja? Sich waschen, Maschallah, habt ihr alle richtig gesagt. Also, Qibla ist auch richtig, Maschallah. Aber hört zu, also das Gebet ist Nummer eins. Es ist eine sehr, sehr wichtige Tat im Islam. Ja? Gehört zu den Taten, die man macht mit seinem Körper. Weil die Shahada, die sagt man ja mit seiner Zunge, ne? Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Und man bestätigt das mit seinem Herzen, glaubt man ja auch an Allah und Muhammad Rasulullah. Das heißt mit dem Herzen und mit der Zunge. Okay? Und jetzt aber, wenn man diese Shahada praktizieren will mit seinem Körper, ja, die Shahada ist im Herzen. Versteht ihr das? Jenna, hörst du zu? Okay? Die Shahada ist im Herzen. Du glaubst an Allah, dass er der einzige Gott ist, ja? Nur ihn dürfen wir anbeten. Und dann, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Prophet ist. Ja, den hat er geschickt, an den glauben wir. Und alles, was er uns beigebracht hat und gesagt hat, das glauben wir. Er ist der beste Mensch und gottesfürchtig und ein guter Mensch gewesen und wir glauben ihm und wir folgen ihm. Okay, seine Sunna, so wie er uns das alles beigebracht hat. Weil er ist der Beauftragte. Allah hat ihn beauftragt, zu uns geschickt, okay? So, und diese Shahada, wir glauben daran mit dem Herzen, der Shahada, und wir sagen es mit unserer Zunge. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mit unserer Zunge. Ma ashhadu. Mit dem Mund. Mit dem Mund, aber die Zunge, ohne Zunge, stell mal vor, du redest ohne Zunge. Da kommt nichts raus. Okay, also. Und jetzt diese Shahada, was ja Islam bedeutet und Tawhid bedeutet, diese Shahada zu praktizieren mit dem Körper, ja, kann man mit vielen Sachen machen. Zum Beispiel beten. Ja? Diese Shahada bedeutet Tawhid, Islam, Allah zu dienen. Jetzt dienen wir, ja, wir glauben daran mit Herzen, wir sagen das mit der Zunge, aber mit dem Mund, aber wenn wir das machen wollen, die Shahada machen wollen, ja, Allah alleine anbeten, dann beten wir ihn an mit zum Beispiel mit dem Gebet, mit Fasten, mit Hajj, mit Spenden, mit guter Akhlaq, guten Charakter, ja? Okay? Also, und von den ganzen Sachen, die wir machen, ist das Gebet das Allerwichtigste. Weil das unsere Verbindung ist mit Allah. Da reden wir mit Allah. Wir reden mit Allah und Allah redet mit uns im Gebet. Ja, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns das gesagt. Wenn jemand steht und er betet vor Allah, ja, dann steht er vor Allah subhanahu wa ta'ala, Richtung Qibla, Richtung Mekka, und er steht und dann sagt er, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und Allah sagt, Hamidani Abdi, Allah antwortet dir. Du redest mit Allah und das, du sagst zu Allah, ich danke dir, Allah, ich preise dich, ich lobe dich. Ja? Und dann Allah antwortet dir und er sagt, oh, mein Diener hat mich gelobt und gelobpreist. Ja, oder so. Einen Augenblick bitte ganz kurz, ich glaube. Machen wir nicht mehr die anderen Heiligen. Stört da wieder jemand? Störter Mensch. Ah, okay, ich sehe gerade wieder jemand hier in Störensfried. Allah muss da an. Ja, ich schreibe wieder hier irgendwelche dumme Sachen. Für die anderen Menschen? Allgemein, ja, so allgemein, keine Ahnung zu wem. Schreibe einfach rein. Was? Ich sehe das gerade gar nicht. Komisch. Ich kann das Problem ehrlich gesagt jetzt nicht aufheben hier. Ja? Nicht beheben. Doch, die hören mich. Egal, ich kann es leider nicht ändern jetzt. Ist okay. Nee, die schreiben einfach über andere Sachen und stören einfach. Aber ist egal. Sind so erwachsene Menschen, aber. Ja, aber ging jetzt nicht. Ist nicht schlimm. Inshallah. Also hört zu, inshallah. Das Gebet im Islam gehört zu den ganz, ganz wichtigen, zu den wichtigsten Sachen, wenn nicht sogar die wichtigste Tat, die man macht mit seinem Körper. Und das ist die Verbindung zu Allah. Ja? Wenn du zum Beispiel telefonieren willst mit deiner Großmutter, ne? In Deutschland oder wo lebt deine Großmutter? Deutschland. In Deutschland auch? Und deine? Auch Deutschland, oder ne? In der Türkei, ne? Sie ist mehr als 100. Ja, genau. In der Türkei. Und dann in Deutschland, ja? Auch in Deutschland. Also, wenn ihr telefonieren wollt, und wenn da gar keine Verbindung ist, könnt ihr mit denen weiterreden? Ja. Wenn keine Verbindung da ist, kein Internet? Nein. Ja? Nein. Dann geht's halt schlimm. Nein, doch,
Nein, wenn gar keine Verbindung ist. Wenn gar keine Verbindung da ist. Nein, wir reden nicht über das Gebet. Ich rede jetzt über Telefonieren. Nein, nein, nein. Wenn gar keine Verbindung da ist. Kann ich ja? Nicht auf Toilette? Ja, geht's, inshallah. Okay, also, dann hat man keine Verbindung mehr. Ne? Und wenn du nicht betest, wenn du betest, dann bist du immer mit Allah verbunden. Jeden Tag, fünfmal, bist du verbunden mit Allah. Du redest mit Allah. Ja, es ist so wie wenn du zum Beispiel jetzt mit jemandem ganz eng verbunden bist. Das ist das Gebet. Genau. Und wenn du gar nicht betest, dann ist diese Verbindung abgeschnitten. Dann bist du nicht mehr verbunden mit Allah subhanahu wa ta'ala, okay? In Corona dürfen wir nicht raus zu den Moscheen. Also manchmal dürfen wir nicht raus zu den Moscheen. Okay, also? Zu Hause. Ja. Okay, ist nicht schlimm. Also alles gut. Hör mal zu, einfach zuhören. Ja, nicht immer dazwischen reden, Barakallahu fikum, okay? Das sagen noch Herren. Also, und deswegen ist das eine der wichtigsten Taten. Sehr, sehr wichtig. Wenn man das dann nicht hat, dann hat man ein großes Problem. Ja, man muss unbedingt immer zu Allah beten, jeden Tag. Wie oft müssen wir beten? Fünfmal. Aber man kann... Aber fünfmal muss man beten. Aber wie viel kriegen wir aufgeschrieben? Wie viel schreibt Allah dir auf? Wie viele Gebete? 10. Nein. 100. Nein. 10. Wir müssen fünfmal beten, aber wie viele Gebete schreibt dir Allah dafür auf, dass du gebetet hast? 1. No. 30. 10. 1 ist falsch, 30 ist falsch, 100 ist falsch und 10 ist falsch. 1000 falsch, alle falsch. Ihr seid nur am, ihr ratet nur. Mehr, 50. Wenn man fünfmal am Tag betet. Ja. 50. Ja, Abdullah hat gesagt 50. 50. Ja, times 10. Ja, man sagt doch times 10. Ja, aber ich habe euch ja gefragt, wie ihr es wisst. Genau. Weil Allah wollte am Anfang, dass wir 50 Mal beten am Tag. Stellt euch mal vor, wir müssen 50 Mal am Tag beten. Ja, und der Prophet hat gefragt, ob wir es. Ja, und dann hat Musa a.s., deswegen wir bedanken uns sehr viel bei Musa a.s., der Prophet Musa. Eigentlich müssen wir 50 beten. Alle, jede 20 Minuten, eine halbe Stunde müssen wir beten. Ne? Aber Musa hat zu Muhammad gesagt, nee, geh mal zu Allah und sag ihm, er soll weniger machen, soll weniger machen. Das wird zu schwer für euch. Und dann, was dankst du ihm? Ja, ja, Alhamdulillah. Ist schön zu beten. Es ist schön zu beten, aber stell mal auf, wir müssen 50 Mal beten. Ja? Und kaum, schau, dann hat Muhammad sallam, dann hat Muhammad sallallahu alaihi sallam zu Allah gesprochen. Musa a.s. hat zu Muhammad a.s. gesprochen. Muhammad a.s. hat dann Allah gefragt, ob der das weniger machen kann. Einmal, zweimal, dreimal, mehrmals. Dann hat er es runtergemacht. Dann hat er gesagt, okay, ihr braucht nur fünfmal zu beten. Und ich schreibe euch auf, dass ihr 50 Mal gebetet habt. Ihr werdet belohnt für 50 Mal. Obwohl ihr nur fünfmal betet. Allah ist netter, denn? Allah ist netter, denn? Ich weiß nicht. Denn weißt du nicht. Ne, einfach unglaublich, oder? Alles. Du, ja. Und netter denn das Glas. Netter als alles. Ja, ja. Netter als die Hände. Netter als die Universe. Ja, 100%. Ich weiß nicht, 100%. Warum hat der denn nicht so gut? Was verheiratet? Aber der manchmal ein paar Gesichter sieht, aber sogar besser. Okay, also. Dass wir beten fünfmal und Allah schreibt uns 50 Gebete auf, dass wir 50 Mal gebetet haben, ja? Wir bekommen so das 50-fache an Belohnung. Hört ihr zu? Ja. Muhammad s.a.w. hat gesagt, von den ganzen Taten, die ihr macht, das Gebet ist die beste Tat. Also ja. Sogar von Koran lesen. Koran lesen, ja. Und von Koran auswendig können. Auch Koran auswendig können, ja. Und die Meanings. Und die Meanings, ja. Koran, zu beten ist die beste Tat bei Allah. Und guck mal, das Gebet, da drin ist ja sowieso Koran. Du kannst ja gar nicht beten ohne Koran. Ja, das ist beinhaltet Dhikr, beinhaltet Koran. Du sagst im Gebet, sagst du Alhamdulillah Rabbil Alamin. Das heißt, du dankst Allah. Allah dankbar sein ist im Koran, im Gebet. Du sagst Ihdinas Sirat al-Mustaqim. Das bedeutet, oh Allah, leite uns den rechten Weg. Das heißt, Dua ist im Gebet. Alles ist im Gebet. In einem Gebet ist da ja. Kalima von Shahada ist auch im Gebet. Du musst ja am Ende sagen, Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Im Gebet ist alles Gute vom Islam schon drinne, ja? Rukur und Sujud und Koran und Dankbarkeit und Dua. Viele, viele Gebete sind, wie viele, viele Sachen vom Islam sind im Gebet schon drinne. Ja? Und wir gehen zu dem Mekka.
Hört ihr zu? So, und deswegen gibt es auch für das Gebet die größten und schönsten Belohnungen und Geschenke von Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So. Und nicht zu beten ist ganz, ganz schlimm. Ja? Und muss man pünktlich beten oder ist es egal, wann man betet? Nein, man muss pünktlich. Also zum Beispiel jetzt ist Maghrib. Wenn man genau jetzt betet, ja, dann kriegt man 4 Belohnungen, glaube ich. Also man muss nicht ja pünktlich, genau, aber es sieht. Aber es muss noch Zeit sein. Ja, genau. Ja, wenn das Gebet eintrifft, wenn die Zeit reingekommen ist, ab dann muss man beten. Am besten schnell. Aber man hat meistens ja Zeit, also auf jeden Fall aber bevor das nächste Gebet anfängt. Das wisst ihr ja, ne? Okay? Okay, inshallah. Also, jetzt ganz kurz zum Gebet. Wenn man beten will, man steht ja vor Allah, ja? Man kann ja nicht einfach, man muss ja zu der rechten Zeit beten. Allah sagt im Koran, in Salat kanat al-Mu'minin kitabin mawquta. Das Gebet muss man zur richtigen Zeit verrichten, okay? Man hat sozusagen einen Termin mit Allah, ja? Du hast einen Termin mit Allah, deswegen sollst du auch pünktlich dann beten. Und man muss sich auch versuchen zu konzentrieren. Das ist manchmal ein bisschen schwer, ne? Ja, das heißt, wenn wir beten, wir sollen nicht beten und dann sollen wir spielen und das und so mit den Händen. Und dann guckt man rechts und links und guckt rechts und dann links. Rechts ist so ein kleiner, cooler, leckerer, ein Cupcake. Und links ist so eine Schokolade und dann nochmal. Nein, ja, sondern man muss versuchen, sich im Gebet zu konzentrieren. Warum? Warum soll man sich konzentrieren? Man kann wieder nachessen, man unterbrecht nicht. Genau, richtig, weil wir nicht einfach dazwischen schreien. Also warum? Weil wir stehen vor Allah, wir haben einen Termin mit Allah und man spricht zu Allah und wir können nicht einfach zu Allah sprechen. Und Allah ist der Allmächtige, der Große, man kann nicht zu ihm sprechen und gleichzeitig so einfach spielen und andere Sachen machen. Außer wenn man ein kleines Kind ist, ja, so 2, 3, 4 Jahre und man ist noch am Üben und man ist nicht so konzentriert, dann ist es ja nicht so schlimm, weil man ist ja noch klein, ja. Weil wir haben ja auch hier kleine, große Kinder dabei, mashallah. Kleine, aber schon große Kinder, die schon 3, 4 und 5 sind, ja. Und man darf im Gebet auch nicht lachen, ne, man muss sich schon konzentrieren. Nein, ihr seid mashallah schon groß hier, ja. Also man muss im Gebet konzentrieren. Man muss sich im Gebet so konzentrieren, dass man versucht, wenn man betet, dass man auch nicht überall hinguckt, rechts, links und so. Ja, wo soll man? Einfach dahin gucken, wo man mit seinem Kopf runtergeht am besten. Und versuchen, ganz still zu bleiben. Nur nicht so viel zu zappeln, ne? Wie so ein, ja, nicht so viel zappeln und spielen. Okay? Nicht reden, wenn man gerade in ein Gebet ist. Was sagt man nicht? Also, weißt du mal? Aber der weiß nicht, dass du betest, sondern anziehst du einfach. Du sagst, genau. Ja, und dann ja, darüber reden wir gleich. Okay, also. So, und wenn wir jetzt beten, müssen wir uns konzentrieren. Wir müssen versuchen, inshallah, gut zu beten, ohne viel zu bewegen, ohne viel so rumzugucken, mit den Augen so rechts, links und überall hingucken. Jetzt kommen wir zu dem Gebet und was man für das Gebet braucht. Ja? Wenn wir beten und wir stehen vor Allah, dann sollte man ja auch sauber sein, oder? Ne? Man darf ja nicht dreckig. Man darf ja nicht dreckig sein. Man muss sauber sein und versuchen sauber zu sein. Einmal von außen, vom Körper her, ne? Und einmal auch drinnen, ja? So, das ist so spirituell, das ist so von innen und außen. Und das, dafür macht man zum Beispiel dann Wudu, ja? Man macht Wudu. So, wenn wir Wudu machen, ja, dann sind wir sauber quasi, ja, fürs Gebet sauber, ja. Am besten soll man auch nicht so dreckig sein von außen. Aber wenn man manchmal draußen spielt, man hat ein bisschen Erde oder so, dann ist es nicht schlimm. Okay, das ist ja dieser Schmutz ist jetzt normale, so wie Erde oder Schlamm oder so, das ist nicht so schlimm, okay? Oder du hast gerade eine Pizza gebacken und bist hier voller Mehl. Schokolade? Ne, ihr backt gerne. Ja. Schokolade, sagt die Zeynep, wenn man hier Schokolade hat. Ja. Nee, das ist nicht nein, so gut. Wenn du so Schokolade hier hast, dann machst du während des Gebets machst du dann schluckst du diese ganze Schokolade runter. Das geht nicht. Wenn du betest, musst du ja konzentriert sein und so, okay? Dann
und Sophia spielen so und ich will unbedingt ich weiterspielen. Das sind, ja, dann, ja, vielleicht guck ich ja manchmal hinter. Ja, Maschallah, Medina, gut gesagt, richtig. Also, kommen wir inshallah gleich zu, aber hör mir zu, okay? Also, man muss versuchen, sauber zu sein und man muss Udu machen. Wenn man Udu machen will, wer kann mir sagen, wie man Udu macht? Ich weiß nicht. Jenna. Die Dings, was man zuerst machen muss. Ja. Hände. Mund. Hände. Mund. Nase. Gesicht. Arme. Haare. Ohren. Ohren. Ohre? Hast du Ohren gesagt? Oreo? Nein. Hm? Ohren. Füße. Okay. Hast du Haare? Das ist richtig, aber zuerst macht man Ding. Also zuerst macht man, damit man so, wo du machst. Man muss das in Oder machen. Nein, so man, nicht man sagt, dass man Hundesabber ist nicht genau das. Man denkt schon mal so, ich mache jetzt Wudu, damit ich Intention. Intention. Ja. Ja, sag doch Intention. Und dann bist du leer oder so. Okay. Ja. Okay, Maschallah, ihr sagt alle richtige Sachen. Sehr gut. Genau. Und muss man das alles einmal machen? Man kann einmal machen. Aber drei. Aber man muss nicht, das ist Sunna. Zum Beispiel alle okay. drei. Gut. Man kann drei machen, aber man muss nicht. Ist Sunna. Also es ist Sunna, dass man dreimal macht. Ja, dass man alles dreimal macht. Okay? Außer die Haare. Ja? Die Haare machen wir nicht dreimal, oder? Nein, wir machen nur einmal. Einmal. Wenn okay. Die okay, also man kann alles einmal machen, man kann alles zweimal machen, man kann alles dreimal machen. Ja, das heißt dreimal Gesicht, dreimal Arme. Man kann aber auch alles zweimal machen. Hat Mohammed das auch manchmal gemacht. Okay. Gesicht zweimal, okay. Mund, also Mund, Nase. Ja, Mund, Nase, Gesicht, Hände zum Beispiel nur zweimal machen. Man kann auch manchmal nur einmal machen. Ja. Einfach Hände einmal, Arme einmal, Gesicht, Füße, alles nur einmal machen. Aber alles Haare einmal. Haare bleibt immer einmal, ja? Du machst alles dreimal. Genau. Mohammed hat am meisten alles immer dreimal gemacht, ja? Aber ab und zu, wenn du zum Beispiel auf der Reise bist oder du musst so schnell zur Schule oder so und du hast nicht so viel Zeit, dann kannst du einfach alles einmal machen, ja? Oder ab und zu mal kannst du es auch so machen. Aber, oder wenn das Wasser richtig eiskalt ist und du bist ein Waschlappen. Ja, dann kannst du auch nur einmal machen. Aber ansonsten einfach am besten immer dreimal machen. Okay, machen wir das immer, meistens immer alles dreimal gemacht. Okay. Geht auch inshallah. Ein bis dreimal, sagt Julie. Richtig, Julie. Ich kann die Kommentare nicht alle gut lesen, subhanallah. Ja, okay. Dreimal jeweils. Hand, Mund, Nase, Gesicht, Arme, Haare, Ohren, Fuß. Richtig, Füße. Gut, Abdullah, Füße. Okay. Maschallah, ihr habt alle richtige Sachen gesagt. Ich habe ein bisschen Probleme mit den Kommentaren. Das hat sich irgendwie geändert, ehrlich gesagt. Aber das ist richtig so, okay? Und man muss das nach der Reihenfolge machen, ja? Das heißt, bevor man anfängt, macht man ja sowieso Intention. Macht man sowieso eine Absicht. Ich mache jetzt Wudu, damit ich beten kann. Nia. Nia, hat auch jemand geschrieben. Nia. Ja? Genau. Richtig, Mashallah. Shahida, glaube ich, hat gesagt, oder Esya oder Shahida hat gesagt, wenn man fertig ist, sagt man noch eine Dua. Ja? Wer weiß die Dua? Nach dem Wudu. Wer kennt die Dua? Ja, man macht zuerst die Absicht. Ich mache jetzt Wudu, aber muss man das sagen? Nein, muss man nicht sagen. Ja? Nein, die Dua. Die Dua muss man nicht sagen. Und dann macht man Wudu. Hände. Also Hände. Und man macht es ordentlich, ne? Hände. Und dann Mund spülen, dreimal Wasser in den Mund. Mhm. So spülen einfach. Man kann auch mit dem Finger rein. So wie Zahnbürste. Oder einfach so. So spülen. Und dann dreimal Wasser in die Nase rein. Und dann so raus. Ja, dass die Nase auch sauber ist. Aber was ist denn dann schon so? Und dann ist schon ganz weg. What? Und dann dreimal das Gesicht. Wenn man das Gesicht macht, muss man das auch ordentlich machen. Es gibt Leute, Safiya, hörst du, Khadija? Safiya, guck mal, es gibt Leute, wenn die Wudu machen, die machen einfach zum Beispiel mit einer Hand das Gesicht, die machen einfach so.
Einfach nur so. Immer mit oben. Wenn man so macht, dann gibt es ja vielleicht, hier ist kein Wasser gekommen. Und da und so. Ne? Also am besten mit beiden Händen. Ja, mit beiden Händen das ganze Gesicht. Ordentlich machen. Weil das, ja, das geht ja um das Gebet. Ohne und so. Hey, nicht dazwischen reden. Nicht, ja, und nicht einfach, weil das Gebet geht ja nicht ohne Udo. Und deswegen muss man Udo auch ordentlich machen, okay? Und man bekommt man eigentlich für Udo Belohnung? Ja. Ja, richtig viel Belohnung. Sati. Ja. Wrong. 20. Safia? Was bei Männern in der Bad, wenn die den Haaren machen, müssen die auch der Bad machen. Nein, wenn die, wollt ihr beide fragen. Okay, wenn die Männer einen Bart haben, ja. Nee, die Barthaare, die haben mit dem Kopf nichts zu tun. Also Kopf muss man sauber machen, so, ne? Einmal drüber streichen. Und Bart gehört zum Gesicht dazu. Wenn man sein Gesicht wäscht, wenn man nur ein bisschen Bart hat, dann reicht es nur, dass man sein Gesicht wäscht. Wenn man so einen fetten Bart hat, so richtig. So wie ich, habe ich einen fetten Bart? Nein. Nicht so, ne? Nicht fett, aber lang. So wie dein Vater. Dein Vater hat so schon mehr, ne? Ja. Wenn man so einen richtig fetten, so ein Kopfkissen hat, so einen riesen Kopfkissen, dann kann man auch so machen, so ein bisschen dazwischen gehen. Ja? Weil sonst kommt da Wasser, gar kein Wasser in die Haut, weil es so. So ein, weil er so ein, ne, so ein, wie so ein Teddybär oder, ne? Lachst du, ne? Jenna. Da kann man so dazwischen gehen noch. Also wenn man Gesicht wäscht, kann man dann so. Nein, nein, du musst nicht, wenn du ganz langen Bart hast. So hast du gesagt, so? 2 Meter lang? Nein, nein, musst du nicht. Du musst ja nicht so. Das ist ja nur, es geht ja um das Gesicht. Aber dann redest du nur, es darf nicht kriegen. Was, wenn da ganz Essen? Essen und Krümel und so im Bart drin ist, weißt du? Essen. So ein halber Burger hier und eine halbe Banane hier und so. Ja, ja. Nein, so sind Schmutz. Schmutz. Ja, so mit der Apfel. Ein Stück von Banane mit Nutella. Ein Stück mit Banane, Banane mit Nutella. Oder Apfel mit Salz. So, also, hey, wieder leise sein, okay? Also, hör mal zu. So, nein, also der Bart gehört zum Gesicht, okay? Es reicht, wenn man sein Gesicht wäscht. Dann reicht das nicht, da gehört das schon dazu. Aber warum fragt ihr eigentlich? Ihr seid alle Mädchen hier, ihr habt alle gar keinen Bart, aber nur Wissen, ne? Genau. Ein paar Frauen haben Bärte. Ein paar Frauen haben Bärte. Bärte. Nein, pst. Hey, das war frech. Ja, es gibt auch ein paar Frauen, die das vielleicht haben, ein bisschen. Okay, pst, nein, sei mal leise jetzt. Sonst kommen wir nicht weiter. Wir haben nur noch wenig Zeit. Wir haben noch nicht angefangen, über das Gebet zu sprechen. Ja, ihr redet zu viel. Ich rede zu viel, ihr redet noch mehr als ich. Okay, seid mal bitte leise, okay? Konzentriert euch. Also, wenn wir in Schola dann das Gebet beten wollen, dann machen wir die Absicht. Wir machen jetzt Odo. Ja, dann machen wir Odo. Hände, Mund spülen. Nase sauber machen mit Wasser. Dann das Gesicht waschen. Dann, wenn wir die Arme waschen, dann reicht das nicht nur, dass wir den Arm waschen. Ja, das heißt nicht nur so, dass wir so, ja, nicht nur den Arm, sondern von Fingerspitzen bis zum Arm. Ah. Bis zum Ellbogen. Ja? Aber wir haben doch schon unsere Hände gewaschen. Aha, siehst du? Hast du das auch so gedacht? Von wo wäschst du denn? Von hier? Ja. Ich wäsche immer nur meinen Arm. Ja, von wo denn? Wo fängst du an? Von hier bis hier? Nein, ich mach so. Du von hier. Du fängst von hier an. Ich mach so und dann so. Okay, du? Sumaya auch. Sumaya, wie machst du das? Auch von hier. Ich mach meine Hand so. Also ich mach so. Ihr macht alle so. Nein, nein, so. Ich mach so. Ach, so machst du. Nein, so. This is crazy. Hör mal zu. Nein. Schon. Nach dem Unterricht kitzeln. Nach dem Unterricht kitzeln? Ja, vielleicht. Weil heute seid ihr richtig frech. Hör mal zu. Also, es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir Udo machen, wir müssen von hier anfangen. Ja, von den Fingerspitzen. Weil Allah sagt im Koran, فَرْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ الْأَيْدِي sind die Hände. Und wascht eure Hände bis zu den Ellbogen. Das heißt, das Ganze muss man waschen. Also so? Von hier. Du machst also Wasser hier drauf. Ja, und dann nimmst du Wasser und dann machst du so. Ja, das heißt, du machst diese den ganzen Arm. Okay? Hört ihr zu, Safia auch? Ja, also Hände mit Arm zusammen. Nicht nur Arm ohne Hand. Weil das ist Pflicht. Okay? Also Hände. Ja, Hände mit Arme zusammen. Okay? Komplett. Das muss man unbedingt machen. Okay? Und dann die Haare. Ja, einmal nach hinten, einmal nach vorne. Massage heißt das.
مس يا تم يا ومس فمسحوا على رؤوسكم يا so und einmal an die und dann die Ohren da kann man auch einfach das Wasser benutzen was man schon in der Hand hat zum Beispiel einfach mit dem mit einem Finger drinne ja? Mit der Pinky so Pinky ja. Egal welche egal Finger oder ja, zeige so. Ja. Ich dachte man macht so ist egal welche hier hinter auch ich ja das und, nicht machen, von außen so. Und innen ja von außen also entweder macht ihr so mit dem auch mit dem so. Mit einem Finger quasi drin und mit dem anderen von außen mit dem Daumen von außen oder ist egal welche Finger hört mal zu ist egal welche Finger man benutzt aber auf jeden Fall versucht von innen und außen und dann einmal die Füße waschen wenn man die Füße wäscht auch ordentlich vorne und hinten auch weil hinten ist ein bisschen schwerer dran zu kommen hinten bis zu den Knöcheln Allah sagt wa arjulakum ila al-ka'bayn und eure Füße bis oben bis zu den Knöcheln. Ja, bis zu den Knöcheln. Okay? Bis zu den Knöcheln. Und wenn, und dass ihr das auch inshallah wisst, und dann kann man ja auch über den, wenn man jetzt Socken anzieht, ne? Das macht ihr auch manchmal, oder? Über den Socken streichen. Ja, wenn man macht ihr auch. Davor den Fuß so. Das ist eine andere Sache, die wir auch noch unbedingt wissen müssen. Das dürfen wir aber nur machen, wenn... Wenn man schon der Wudu also gemacht hat und die Füße so gewaschen hat, richtig mit dem Wasser. Aber ohne die Socken. Ja, wenn man Wudu gemacht hat ohne Socken, ja. Und dann? Und dann? Und dann das nächste Mal machst du nochmal, aber du streichst drüber. Also, was ist aber das Wichtigste bei dieser Sache, dass man über die Socken drüber streicht. Was ist die wichtigste Sache? Man muss es noch richtig machen. Nein, wenn man über die Socken streicht. Wenn man die angezogen hat, was muss dann in dem Augenblick sein? Nur wenn. Was ist eine. Es gibt eine Bedingung dafür. Hä? Ich weiß es nicht. Du darfst ja nicht immer über die Strümpfe streichen. Oder zum Beispiel. Nur wenn du unten hast. Wenn du Wudu hattest vorher, ja, aber wenn du die Socken angezogen hast, genau, richtig. Selma und Sumeya haben geschrieben, wenn man sie, einen Moment, kann die Kommentare nicht lesen, mit Wudu die Socken angezogen hat. Ja, Medina sagt, nein, das darf man nicht über den Socken, sagt Medina. Wenn man Wudu gemacht hat, sagt jemand anders. Denke ich auch, wir dürfen es nicht. Doch, man darf schon. Also es gibt die meisten, die allermeisten Gelehrten im Islam sagen, man darf das machen. Man darf das machen. Und das ist auch ehrlich gesagt das Richtige. Aber es gibt manche andere Gelehrte und wenn man das folgt, ist kein Problem. Wenn man das folgt, die Meinung, wenn man der Meinung von einem Gelehrten folgt, ist auch kein Problem. Die sagen, nein, über normale Socken geht das nicht, nur über Ledersocken. Ja, nur über Ledersocken. Aber damals zur Zeit des Propheten Muhammad sallam waren so viele seiner Gefährten Sahaba waren richtig richtig arm, die konnten sich gar keine Socken oder Ledersocken leisten. Ja? Und deswegen also aber ist nicht schlimm inshallah, wenn eure Eltern euch das so beigebracht haben inshallah, könnt ihr auch inshallah das inshallah nehmen, ist kein Problem. Solange das im Islam einen Platz hat, ja? Dann ist es kein Problem. Okay? Also man kann auch über die Socken streichen, aber das Wichtigste, dann wenn du die angezogen hast, in dem Augenblick musst du Wudu haben, sonst darfst du nicht drüber streichen. Okay? Wenn man drüber streicht, man darf nur drüber streichen, oben natürlich, nicht unter dem Fuß, sondern über dem Fuß, ja? Mit beiden Händen, mit feuchter Hand. Man muss nicht so, man muss auch nicht viel Wasser nehmen, dass sie komplett nass sind, sondern nur mit einer feuchten Hand kannst du ganz kurz unter das Wasser halten. Ja, nur mit der feuchten Hand einmal oben drüber streichen. Aber das geht nur, wenn man die angezogen hat mit Wudu. Ja, wenn du die anziehst und du hast gar kein Wudu gehabt, dann darfst du nicht drüber streichen. Und dann ist dein Wudu ungültig und dann darfst du auch gar nicht beten. Okay? Versteht ihr das? Ja. Okay, inshallah. So, jetzt haben wir inshallah Wudu und jetzt wollen wir beten. Okay? Mhm. Wir machen inshallah heute dann nur ganz kurz, weil wir sind schon ehrlich gesagt fast eine ganze Stunde dran. Okay? Wir machen jetzt nur ganz, ganz kurz ein Beginn vom Gebet, ja?
was zum Gebet gehört und dann reden wir inshallah beim nächsten Mal oder so einfach beim nächsten Mal über das Gebet entsprechen. Nächstes Mal. Nächstes Mal? Nein. Eine Frage für dich, Anson. Wir reden hier immer halb Deutsch, halb Englisch, okay? Ja, was denn? Ich vergesse, Papa. Ja. Was, wenn Leute nicht mehr Arme oder Hände haben? Aha, gute Frage. Gute Frage. Die Frage von Sumeya, wenn zum Beispiel jemand keine Hand hat oder keinen Arm hat, keine Füße hat, zum Beispiel wurde er operiert, hat er seine Beine verloren. Wenn er seine Beine verloren hat, dann muss er auch keine Beine, seine Füße nicht waschen, weil also er hat ja keine. Auch nicht seine Hände gehen doch zuerst, also müssen die. Genau, wenn er keine, wenn er sagen wir, er hat gar keine Arme, ne? Er kann ja. Dann misst er einfach Arme, ja, und geht auf den Nächsten. Er hat ja gar keine Arme, dann er hat er. Er hat keine Hände. Zum Beispiel, dann, hat er, dann kann er das ja gar nicht machen. Und das, was er nicht hat, Allah verlangt das ja nicht von ihm. Die Muslime sind. Ja, er kann trotzdem beten. Ja, er darf, natürlich kann er trotzdem beten. Er genau, wir haben aber ja noch eine Sache vergessen. Wir beten. Nein, Entschuldigung, wir haben zwei Sachen vergessen. Habe ich vergessen, ich wollte es auch noch sagen. Einmal, wenn man zum Beispiel aber jetzt kein Wudu hat, ne, man muss Wudu machen. Und man ist zum Beispiel unterwegs auf einer Reise und der Papa hat dann sein Auto ist ein altes Auto und man hat einfach einen platten Reifen zum Beispiel, man ist irgendwo im Waldgebiet oder so und da ist nirgendwo Wasser. Was macht man da? Du nimmst einen Stein, du reifst auf deine Hände. Mhm. Gesicht. Aber nicht mit der Stein. Du machst nur die Hände. Okay. Das ist ja weh. Nein, okay. Nur der Stein. Weil du hast die Steine schon. Okay, mashallah. Jemand hat es auch hier geschrieben. Aber was, wenn da keine Steine sind? Hat geschrieben, ja, Julie hat geschrieben mit Sand, also mit Erde. Sand, Erde. Stein. Genau. Ja, Erde, Stein, Sand. Genau, mashallah. Ja? Ja, aber Dreck. So, richtig. Ja, wenn man gar kein Derya sagt, auch Tayammum heißt das, ne? Auf ja. Arabisch. Tayammum. Was? Weil Allah, Isa sagt auch mit Schnee oder Erde, ja, mit Sand, Matsche, ja, Matsche. Matsch. Also, genau, wenn man jetzt gar kein Wasser hat, nirgendwo ist Wasser, und man kann ja nicht warten, bis man abends oder nachts wieder zu Hause ist, dann verpasst man alle Gebete, dann kann man Tayammum machen. Das ist Nummer eins, wenn man kein Wasser hat, ja. Oder Nummer zwei, wenn Wasser da ist, aber man kann das nicht benutzen, weil man zum Beispiel sehr stark krank ist. Ne? Eine Krankheit, es gibt ja Krankheiten, du kannst dann kein Wasser berühren. Zum Beispiel jemand ist im Krankenhaus und die Ärzte sagen ihm, nein, er kann sich mit Wasser nicht waschen, weil er hat eine Hautkrankheit. Ne? Und das würde zum Beispiel da würde er richtig, richtig Schmerzen haben oder andere Probleme haben. Ja? Entweder man hat gar kein Wasser, oder man hat Wasser, aber man darf das nicht benutzen, weil man krank ist. In den zwei Fällen kann man Tayammum machen. Ja? Allah sagt, fatayammamu. Ja? Wenn ihr kein Wasser habt, oder ihr könnt nicht, dann Tayammamu. Tayammu ist einfach, man nimmt Erde, Steine, Sand, ja? Und dann, man muss das nur berühren mit seiner Hand. Ja? Man kann zum Beispiel einmal drauf klatschen. Zum Beispiel, nimm mal das Glas her. Sagen wir mal das hier. Ja, sag mal, das hier ist Erde. Dann machst du einfach mit deiner Hand, ja, klopfst du zweimal drauf. Ja, du klopfst zweimal drauf. So, tak, tak. Und dann machst du zwei Sachen nur. Ja, einmal, ja, mit dieser Stein oder Sand oder Erde, die du berührt hast. Hört ihr alle zu? Ja. Du wischst einmal, ja, damit dein Gesicht. Okay, so wie beim Udo, als hättest du Wasser. Aber was wäre bei der Desert? Wenn du bei Desert bist, dann hast du Sand, oder? Ja, dann machst du auch so. Ja, ist egal, Sand oder Steine. Und dann nimmst du... Nein, du nimmst doch nicht Sand und machst es so drauf, wie in deinen Augen. Du berührst das nur. Du tust nur so mit deiner Hand. So, so. Oh, ich dachte, wir nehmen... Nein, nichts nehmen. Nicht Sand nehmen oder Erde und an deinem Gesicht von matschen. Aber Erde ist doch dreckig, dann wärst du doch dreckig. Nein, auch wenn du Erde berührst, wenn die zum Beispiel nass ist, nur ganz leicht drauf. Ja, ist nicht nur so leicht drauf. Und dann, ja, wenn da zum Beispiel irgendwas auf deiner Hand ist, kannst du das auch wegtun, ja, ist nicht schlimm, du musst jetzt nicht so Matsche in dein Gesicht schmieren, so, ja, das ist nur eine Art von Reinigung, okay, so, und dann machst du einmal dein Gesicht, so wie beim Modo, und einmal deine Hände, ja, am besten, wenn man Hände macht, dann macht man nicht nur diese Hände, sondern man macht das so hoch
und man macht die Hand bis zum Ellbogen. Okay? Habt ihr gehört? Am besten einmal Gesicht, Taimum, einmal Gesicht und einmal Hände bis zum Ellbogen. Aber wenn man nur die Hände macht, ist auch okay. Okay? Hände oder Hände bis zum Ellbogen. So, und dann hat man Udu und dann kann man beten. Okay? So, die allerletzte Sache und dann reden wir schon über das Gebet beim nächsten Mal. Ja? Die letzte Sache noch. Es gibt ja manchmal auch Sachen, die passieren können im Leben. Da muss man manchmal sich groß waschen. Nicht nur Udu, sondern groß waschen. Duschen. Ja, so wie duschen, genau. Das gehört auch zum Udu. Na? Ja, wie nennt man das im Arabischen? Kesser. Kesser. Dem Schnurrenzieher. Sagt ihr Kesser, so Kesser heißt dieses Schrubben. Schrubben in Algerien und Marokko und so. Ja, Spaghetti rausschrubben. Nein, wie nennt man das? Groß, eine große Waschung, Ganzkörperwaschung. Wenn man duschen, baden. Duschen, baden. Im Pool gehen. In Pool gehen, hättest du wohl gerne. Ja, Russell, genau, Russell. Abdullah sagt auch Russell. Ja, das meintest du und du sagst einfach Kesser. Der gleiche. Nein, das ist das gleiche. So, jetzt haben das die anderen gesagt, Maschallah, richtig. Russell heißt es im Arabischen. Ja, es gibt so manchmal, ja, wenn ihr größer seid, inshallah, werdet ihr das wissen. Ja, manchmal passieren Sachen, ne, im Leben, da muss man auch Russell machen. Da muss man, Russell bedeutet, wenn man duscht, man macht Wudu mit Dusche noch dazu, um rein zu sein für das Gebet. Ja? Wenn ihr größer seid, inshallah, versteht ihr das mehr, okay? Okay? Das nennt man Russel. Das ist eine Ganzkörperdusche. Also duschen zum Beispiel. Duschen oder baden. Nein, aber das gehört zum damit man beten darf. Ja? Jetzt nochmal bei uns, ja, bei euch allen, ihr könnt immer einfach nur mit Udo beten. Ja? Aber wenn man erwachsen ist, wenn man größer ist, ne, Jugendlicher ist oder erwachsen, dann zum Beispiel, ich sage euch ein Beispiel, wenn eine Frau ein Baby bekommt, ne, und so einige Wochen danach kann sie wieder anfangen zu beten, dann macht sie einmal eine Ganzkörperwaschung, ein Duschen. Okay? Das ist so ein Beispiel. Ja, da gibt es verschiedene Sachen, die passieren im Leben, wo man zum Beispiel Ganzkörper duscht. Wenn einer zum Beispiel zum Islam konvertiert, der war gar kein Muslim, und dann konvertiert er zum Islam. Er muss nicht unbedingt Russel machen, aber manche sagen, er soll Russel machen, oder? Also muss man sie machen. Muss nicht unbedingt, aber manche sagen, er sollte das machen, ja? Aber es gibt verschiedene, genau, super. Manchmal, wer hat das gesagt? Abdullah hat das gesagt, oder? Genau, das ist mir gar nicht eingefallen. Genau, Hudayf hat auch gesagt, Russel. Abdullah hat gesagt, wenn es Freitag ist, freitags, ja, wisst ihr das? Freitags, wenn die Männer zur Moschee gehen, ja, die Männer müssen ja zur Moschee Jumu'ah, oder? Kinder. Sag? Ja, mit Masken. Mhm. Mit Masken. Wegen Corona. Corona ruiniert alles. Ja, mein ganzes Leben. Corona ruiniert alles. Zeynep sagt, ja, mein ganzes Leben. Alles ist in Ordnung. Hey, ihr seid doch alles gut. Ja, genau, richtig. Isa sagt auch zum Eid. Man macht diese Russel zum Beispiel, wenn es Eid ist. Man muss es nicht machen. Aber es ist gut. Aber es ist gut, man wird belohnt. Man ist genau sauber für den Feiertag, für Yom al-Jumu'ah. Am Tag, nein, nicht am Tag davor. Yom al-Jumu'ah. Yom al-Jumu'ah. Am Tag von Jumu'ah, wenn man zur Moschee geht, zum Pflichtgebet, dass man vor Allah steht und man ist richtig sauber und schön und riecht gut. Ja? So? Okay? Das gibt's auch. Okay? Inshallah werdet ihr das später noch lernen. Ja. Letzte Frage. Weißt du, bei Ramadan-Gebet? Mhm. Tarawih? Ja, Tarawih. Mhm. Warum sagt der vorbetet Allahu Akbar ein paar Mal? Das Eidgebet. Beim Eidgebet, ja. Aber wir reden das nächste Mal über das Gebet. Dann können wir darüber sprechen, okay? Das ist eine Sunna. Das ist eine Sunna, das ist nicht Pflicht. Ja, beim Eidgebet macht der Imam nicht nur einmal Allahu Akbar, sondern er macht mehrere Mal. Weil Muhammad hat das so, Allah hat das Muhammad gezeigt, dass das Eidgebet so funktioniert. Dann hat er uns das gezeigt. Was heißt Allahu Akbar? Allahu Akbar? Was heißt Allahu Akbar? Huh?
Allah ist groß. Allah ist groß. Allah ist der Größte, genau. Okay, inshallah. Isa sagt, Subhanallahumma, lesen, dann Al-Fatiha mit einer weiteren Surah, Al-Ikhlas zum Beispiel. Ja, ist richtig, Isa, inshallah. Aber wir reden schon über das Gebet beim nächsten Mal, okay? Weil wir haben jetzt schon eine Stunde voll. Und jetzt gleich kommen die Jugendlichen dran, inshallah. In einer halben Stunde fangen wir an mit den Jugendlichen. Und beim nächsten Mal, wir haben heute über die Tahara gesprochen, ja? Über den Wudu gesprochen. Über das Gebet im Allgemeinen, dass es wichtig ist, okay? Aber wir haben auch gesprochen über, wie man Wudu richtig macht, ja? Und die Arten von Wudu. Beim nächsten Mal reden wir inshallah über das Gebet. Tamam? Tamam? Sumaya. Tamam. 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 Okay? Okay, meine lieben Jungs und Mädchen. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Ihr habt heute wieder super mitgemacht. Allahumma barik. Ich bin stolz auf euch. Und wir sehen uns inshallah nächste Woche. Sonntag inshallah, okay? Sonntag, nächste Woche 18 Uhr. Ich wünsche euch alles Gute. Und wenn ihr inshallah möchtet und ihr macht inshallah ein paar Zeichnungen zum Wudu, zum Gebet, inshallah, dann kann ich das in der Story wieder posten. Man sieht eure Hände gar nicht, weil die Kamera ist. Jetzt sieht man die, aber das ist zu nah. Okay? Okay, also, inshallah, wenn ihr wollt, könnt ihr inshallah gerne beim nächsten Mal. Okay? Wir sagen euch ihr alle Assalamu alaikum von Sumaya, Jenna, Zainab, Khadija und Safia und Ibrahim. Wir sagen euch alle Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Jetzt soll ich euch kitzeln. Seid ihr sicher? Nein. Ja, ja. Also, Papa. Nein. Nein. Yes, sir.